Hallo meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch von William Arden die drei Fragezeichen und der rote Pirat vorstellen. Das Buch hat von mir 3,5 Sterne bekommen und wie ihr seht, ist es einer der ältesten Fälle von den drei Fragezeichen und er hat mir gut gefallen. Ja, in den drei Fragezeichen und der rote Pirat geht es halt darum, dass Peter in den Ferien eigentlich gar nichts vorhat, nur bei den Nachbarn den Rasen zu sprengen, zu mähen, also ganz normale Teenager-Aufgaben, um sich Geld zu verdienen, bis sein Vater mit einem Flyer rumkommt, wo der Major Carnes darum bittet, die Leute ihnen was über das Piratenpark von Rocky Beach, Santa Monica, zu erzählen für 25 Dollar die Stunde. Natürlich sind dann die drei Fragezeichen Feuer und Flamme, dass sie sagen, ey Mensch, gut, machen wir, also hinter. Ja, und da ist schon eine riesen Menschentraube beim die Lavina Street, wo das ist, und Major Carnes und Hubert sind schon dabei, die Leute wieder wegzuschicken. Alle, die eine längere Anfahrt haben, sollten doch dann da bleiben, weil die nimmt da ran, aber alle anderen nicht. Die Meute ist natürlich nicht gerade total begeistert davon, deswegen lynchen sie den und Peter macht so, ja, Polizei kommt und Justus und Bob machen das, dass sie den Major Carnes in rein holt, also reinbringt in das Gebäude und Peter schlüpft einfach rein. Und Major Carnes gibt ihnen zu Dank das erste Interview. Die drei Fragezeichen fangen alle drei für so eine Minute an zu quatschen und dann sagt der Major Carnes, okay, alles gut, reicht mal aus, wir werten das später aus. Ja, von den 25 Dollar haben sie natürlich auch nichts gesehen und so wurden sie einfach wieder weggeschickt. Und Justus, Peter und Bob haben natürlich ein Gespür dafür. Und ja, was der Major damit wirklich bezwecken will, müsst ihr natürlich selbst lesen. Und die drei Fragezeichen haben ihn von da an eben ziemlich auf dem Kieker. Vor allem ist Major Carnes ziemlich hellhörig geworden, als es um den roten Piraten ging. Und als Captain Joy und sein Sohn auftauchen, geriet er natürlich noch mehr in Aufruhr. Aber was das alles miteinander zu tun hat, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ja, es war wie gesagt ein schöner alter Fall, der mir auch richtig gut gefallen hat. Es gibt auch Fälle von den drei Fragezeichen, die wirklich ohne riesengroßes Bramborium drumherum kommen mit, ja, wir müssen eine große Verfolgungsjagd machen oder so. Und das hat mir richtig gut an diesem Fall gefallen. Und ja, deswegen auch 3,5 Sterne. Das Hörspiel habe ich mir natürlich dann auch nochmal wieder angehört. Und ja, es ist einfach Feeling von dem Alten. Es ist einfach wieder so, so schön. Und das war's wieder von mir. Wir sehen uns demnächst. Ciao!